In diesem Video zeige ich euch das Merchandise aus Hongkong und Shanghai. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Merchandise-Video. Ja, wie ihr wisst, war ich in Hongkong und Shanghai und habe fleißig für euch das Merchandise abgefilmt. Da es aber den Rahmen sprengen würde der Vlogs, euch das komplette Merchandise da reinzupacken, dachte ich mir, packe ich es einfach in ein separates Hongkong und Shanghai-Video. Das heißt, in diesem Video zeige ich euch erstmal aus Hongkong das Merchandise hintereinander aus den einzelnen Shops und dann jetzt hier aus Shanghai. Ich dachte, das macht am meisten Sinn. Hier gibt es auch irgendwie gerade exklusives Merch. Gibt es hier anscheinend auch. Ja, das ist der Plan. Das heißt, wir fangen jetzt mit Hongkong an und dann kommen wir zu Shanghai. Ich schreibe es aber auch dann, wenn es wechselt. Und wenn ihr sagt, boah, ich möchte das unbedingt haben, das ist auch keine unbezahlte Werbung, dann schaut bei Bello Shop Hongkong vorbei. Da habe ich auch zum Beispiel jetzt hier meine Mütze aus Tokio bestellt. Also da könnt ihr aus Tokio, Hongkong, Shanghai bestellen und euch ganz bequem nach Hause liefern lassen. Klar, es ist ein bisschen teurer, aber wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, an das Merchandise ranzukommen, ist es immer noch besser, als gar nicht zu haben. So ist immer mein Motto, ne? Also wenn ihr es unbedingt haben wollt. So, also starten wir jetzt mit dem Merchandise. Auf geht's ans Merchandise. Ich werde euch die Preise natürlich nicht zeigen können, aber so ein bisschen was es hier so gibt. Hier sind auf jeden Fall Magnete, Pins, Ornamente gibt es da vorne. Schwer sich hier. Na, da habt ihr die Ornamente. Dann hier mal so Haarschmuck, den ihr euch in die Haare machen könnt. Die Ohren. Dann gibt es hier Socken, Pullover, mein Spirit Jersey, hier noch so eine Jacke, eine Tasche. Ja, den habe ich euch schon gezeigt. Gibt es hier auch noch so Haarschmuck, eine Frozen Tasche, das Objekt der Begierde, das möchte ich mir auf jeden Fall holen. Gibt es hier noch einen Pandora Charm und eine Schneekugel. Die Ohren möchte ich auf jeden Fall auch haben. Genau, dann haben wir hier noch ein paar Ohren, Schulter, Olaf, Umhängetasche von Olaf. Der kann reden, Moment. Try me, wie schreibt man ihn? Ja, er redet. Großen Olaf mit den zwei Schneemännern, eine Halskette, also so eine Schneelichterkette. Genau, Schlüsselanhänger, Kindersachen. Ihr könnt ja die On-Ride-Fotos auch kaufen, die ihr in der Attraktion macht. Hier gibt es noch Puppen, aber da steht gerade jemand. Ja, Schulter-Olaf und die Schneemänner gibt es auch als Olaf, als Schulterpuppe, als Olaf. Und auch hier, glaube ich, anscheinend die Gnome gibt es auch als Schulterpuppe und hier dieses Ding. Ich weiß nicht, wie er heißt. So ein Leuchteding. Balance Game, sieht man hier. Die kann man übrigens auch kaufen, diese Uhr. Pendeluhr. Prinzessinnenkleider für Kinder. Und hier nochmal Magnete. Ah, hier so eine kleine Kamera, Kids-Kamera, auch süß. Puppen, eine Tasse. Und ja, hier haben wir nochmal Seifenblasen. So, jetzt ist das Wort mir eingefallen. Schlafe-Sven und hier haben wir nochmal ein bisschen Haarschmuck. Und das Objekt der Begierde, meine Ohren. Ja, das war jetzt mal ein Schnelldurchlauf durch den Frozen Shop. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, haben euch das alles im Detail zu zeigen. Und es wird ja auch ein Haul geben, was ich mir alles geholt habe.
Ja, hier seht ihr sie alle mal, die ganzen Duffy mit Friends, die es so gibt. Obwohl die Katze fehlt. Linabelle, glaube ich, ist es. Die fehlt. Ist hier nicht drin. Gehen wir mal hier durch den Shop. Das sind schon süße Sachen. Ah, hier haben wir die ganzen Schulterpuppen. Die ist süß. Ja, es gibt hier wirklich 8 Millionen Schulterpuppen. Von jedem Charakter gibt es hier einen. Da unten auch Duffy als Schulterpuppe. Richtig süß. Und ganz viel Linabelle. Also Linabelle ist ja auch sehr beliebt. Ich muss sagen, ich finde sie auch am süßesten, wenn ich jetzt so sie gesehen habe. Ja, dann gibt es hier weiter. Es gibt natürlich von jedem die Ohren. Und die sind tatsächlich neu. Die da mit den allen Charakteren. Die sind wieder back in stock. Habe ich online auf jeden Fall gesehen. Hier gibt es verschiedene Schlüsselanhänger. Auch noch so Duffy-Merch, Umhänge, Taschen, kleine Rucksäcke. Ah, hier die Haarklammer, die Sonnenbrille. Also die wollte ich jetzt nicht, die Haarklammer wollte ich eventuell. Dann ist hier noch Schal und warme Sachen. Hier noch diese Schildkröte, die aus Aulani ist. Gelatoni? Ah, Olumel, da steht es ja, Olumel. Haben wir dann Gelatoni, den ich auch ganz süß finde. Hier haben wir Sachen von Chinese New Year, die sind 50% reduziert. Hier gibt es auch noch ein paar Sachen mit Duffy und Friends. Der Shop geht da hinten auch noch weiter. Oh Gott, jetzt auch noch einige Ohren von denen. Also jeder Charakter einmal auf dem Ohr und ihr könnt euch den aber auch selbst zusammenstellen. Hier mit den einzelnen Charakteren und mit einem Haarreif. Genau, da unten sind die Haarreifen, da könnt ihr euch die auch zusammenstellen, wie ihr das möchtet, mit den Charakteren. Und gehen wir nochmal in den anderen Shop. Hier gibt es so Flauschejacken, oh, die sind auch echt süß. Flauschejacken, hier gibt es so Daunenjacken. Den Pulli will ich, aber in Erwachsenengröße, wenn es den gibt. Hier gibt es auch nochmal, oh, die sind aber auch süß. Oh, hole ich mir so kleine, hole ich mir große, man weiß es nicht so genau. Finde ich auch total süß hier, die Schlüsselanhänger. Ja, gibt schon einiges. Dann gibt es noch die Linabelle-Sachen. Also ich sag's euch, also das hier muss mich echt zurückhalten. Aber ich weiß ja gefühlt schon, was ich will. Oh, hier gibt es auch noch so ein Flauschehut mit Linabelle. Hier seht ihr nochmal die Ohren, die man sich zusammenstellen kann. Nochmal die Schulterpuppen in anderer Form. Es gibt einmal liegend und einmal sitzend. Dann gibt es hier auch nochmal Kuscheltiere. Ich weiß, ich bin sehr schnell, aber es tut mir leid, ich kann hier nicht Stunden verbringen. Ja, und hier sind auch nochmal Plüschis. Und hier sind auch nochmal Plüschis. Jetzt sind wir im Emporium. Schauen wir mal, was es hier gibt. Auf jeden Fall schon mal Spirit Jerseys. Die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Also ich brauche auf jeden Fall hier ein Spirit Jersey. Fina bringe ich auch einen mit. Dann gibt es hier auch wieder die Duffy und Friends Sachen. Da müssen wir uns nicht mehr so genau hinschauen. Aber hier gibt es noch mehr Schulterpuppen. Also Schulterpuppen ist hier wirklich so ein Ding. Mickey, Minnie, Chip and Dale, Winnie Pooh, Herkel, Donald,
Also alle möglichen Schultergruppen findet ihr tatsächlich hier. Genau, einige kennen wir davon schon. Dann, ja, da muss ich auch hier Baby Yoda Ohren mitnehmen. Baby Yoda Pizza Ohren gibt es hier. Dann gibt es hier eine ganze Lotso Kollektion. Lotso ist ja auch sehr begehrt. Also zum Glück habe ich nicht so viel Zeit, sonst... Ah, meine Jeansjacke, die wollte ich auch haben. Sonst würde ich wahrscheinlich hier wirklich pleite gehen. Ja. Naja, hier gibt es noch weitere Schulterpuppen von den Duffy und Friends Charakteren. Die habe ich in einem anderen Shop ja schon gesehen. Ja, dann gibt es hier noch mehr Klamotten, T-Shirt. Das T-Shirt ist auch sehr süß, muss ich sagen. Finde ich sehr süß. Oh Gott. Dann ist hier noch mehr Ohren, Ohren über Ohren. Und noch mehr Ohren. Ohren. Und Ohrenhalter. Da, das brauche ich. Rucksack Ohrenhalter. Muss mal über die Ladies hier filmen. Ja, hier seht ihr Lotso-Ohren. Gut. Dann gibt es hier auch so Leuchte-Ohren. Moment, für Momentus, also bei dem Feuerwerk, dann gibt es auch so Ballon-Leuchte-Ohren. Ich werde gleich mal genauer anschauen. Hier gibt es diese selbst zu bastelnden Ohren, die man mit verschiedenen Charakteren besetzen kann. Und hier gibt es auch noch Kopfbedeckungen. Das sind alles Kopfbedeckungen hier mit den Charakteren. Mützen, verschiedene Art von Mützen. Ja, das war die eine Seite vom Emporium. Gehen wir mal schnell noch da hinten hin, da sind noch T-Shirts. Diese Flauschejacken mit Mickey. Normale T-Shirts. Da hinten sind noch Schlüsselanhänger. Oh, die sind aber süß, die Mini-Rosa-Ohren hier. Kenne ich jetzt schon gar nicht. Süß. Dann gibt es hier noch Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger. Kann man den Duffy anziehen mit? Diese Kopfbedeckungen auch. Hier kommen wir, glaube ich, zu dem Plüschig. Plüschig, da brauchen wir nicht. Da gehe ich jetzt nicht durch. Komme ich jetzt hier die letzten. Wenn man aus der Attraktion rauskommt, kommt man natürlich wieder in einen Merch-Shop, der nur Winnie Pooh gewidmet ist. Zum Glück kann ich bei Winnie Pooh widerstehen. Aber es sind schon sehr süße Sachen hier so. Schauen wir mal durch. Tigger und Winnie Pooh. Ja, die asiatischen Sachen sind schon echt mega süß. Schaut mal, Ferkel. Oh. Das sind, glaube ich, Haargummis. Hier habt ihr auch nochmal diese Kirschblütenkollektion, ist das, glaube ich. Und da habt ihr auch die Winnie-Pooh-Ohren. Der Schlüsselanhänger. Habe ich eben in Frozen noch den Süßwarenladen enthalten, sozusagen. Den habe ich euch nicht gezeigt gehabt. Also hier gibt es alle möglichen an Snacks. Jetzt mal noch im Schnelldurchgang. Hier so Minzdinger und Pralinen und Mitbringsel und nochmal Anhänger. Und hier gibt es auch die Snacks, wo ich heute Morgen den Donut gekauft habe. Und es gibt auch Tassen. Hier seht ihr einmal
die Tasse und die Tasse und noch so ein Trinkbecher und nochmal Schussanhänger. Und hier habt ihr auch nochmal, excuse me, sorry. Hier habt ihr nochmal Schokolade, Hot Chocolate, so Olaf-Schokolade, echt süß. Und ja, den habe ich euch eben noch vorenthalten. Wir sind hier noch in den Süßwarenladen gekommen. Also ich glaube, der heißt irgendwas mit Sweets. Oh, ich muss mir noch Stäbchen holen. Wie süß sind die denn bitte? Oh mein Gott. Gibt auch Besteck. Also Stäbchen muss ich mir auf jeden Fall holen. Hier gibt es auch so Hilfsstäbchen. Also die sind ja mega cute. Hier gibt es noch so Besteck für Kinder. Hier gibt es auch noch so Schalen. Auch noch so Suppendinger. Oh. Ich glaube, da muss ich mir passende auch noch dazu holen. Für so eine asiatische Suppe. Gibt es hier noch so Taschen? Nach Pirates kommt man natürlich auch wieder in einen Shop, wo man Piratensachen kaufen kann. Mal kurz hier schnell durch. Oh, das ist schön. Das ist schön. Ein Foto. Gibt es auch Mickey und Minnie als Pirat. Da, glaube ich. Ist egal. Ohren gibt es hier natürlich auch. Die finde ich schön. Wir sind jetzt auf der Mickey Avenue und schauen uns jetzt in dem großen Shop hier um, was es hier so alles gibt. Ich habe natürlich Handy und Kamera in der Hand, das heißt, ich kann nicht nach Preisen gucken. Bei der Mickey sehe ich jetzt, sind 259. Die Bomberjacke mit Chip and Dale ist echt süß, muss ich sagen. Keine Ahnung, was ist das hier? Sind so Drops. Hier sind. Also, Chip and Dale ist hier wirklich das Ding. Also, Chip and Dale gibt es hier in allen möglichen Farben, Formen, Charakteren. Also Chip and Dale ist hier anscheinend der Renner. Das sieht man hier auch nochmal. Und hier. Also Chip and Dale. Dann gibt es hier diese Floating Duck, die es auch schon, die es ja draußen gibt. In groß und in klein. Richtig süß. Dann gibt es hier ganz viel mit Donald. So Donald-Ohren, die sich bewegen. Donald-Jacke, Donald-Tasche. Weiß nicht, was das ist. Für Pet-Kostüme, also für Kuscheltiere. Hier gibt es diese Decken, die tragen sie alle jetzt drüber, wenn es kalt ist, so als Poncho. Dann gibt es hier Süßes. Gibt es Schlüsselanhänger. Ist gerade mega voll. Hier gibt es Umhängetaschen. Oh, Chip and Dale Rucksack. Oh
Oh Gott, ich möchte zu den Magneten vor. Bisschen schwierig. Oh, hier gibt es so Reisepasshalter. Auch sehr süß. Ich habe ja schon so einen aus dem Disneyland Paris, aber auch richtig cute. Dann gehen wir mal zu den Magneten schnell. Ja, also Magnete muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Richtig süß. Wenn ich mal da dran komme. Die Figuren hier finde ich auch alle total süß. Schaut mal. Also eine von denen muss ich mir auf jeden Fall kaufen, mit dem Mickey und dem Schloss, weil ich die einfach schön finde. Also eine mit Schloss muss sein. Auch die Schneekugeln hier. Super süß. So, hier gibt's einmal Kleidung. Elsa-Ohren. Hier ist Kinderkleidung. Aber auch hier so Mützen. Lotso-Mütze. Winnie-Pooh. Seht ihr die verschiedenen Sachen? Schon süß. Hier haben wir Ohrringe. Noch mehr Pullover und Hoodies. Bomberjacke. Pulli finde ich auch cool. Also Chip 'n Dale ist hier. Die Ohren finde ich auch mega, diese Plüschohren. Hier gibt es nochmal die Ohren von Duffy und Friends. So ein Mickey-Hut, Mini-Hut, der sich bewegt. Hier gibt es diese komischen Hüte, wo der Kopf größer ist, wo die Mütze größer ist als der Kopf. Seht ihr da oben? Hier gibt es einmal die Ohren. Also Ohren gibt es ja auch in Hülle und Fülle. Für Friends Mützen. Hier gibt es auch nochmal Duffy und Friends. Ja. Hier gibt es noch diese beweglichen Ohren. Ich glaube, dann sind wir fast schon durch den Laden. Jetzt sind wir im World of Disney im Downtown. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Erstmal brauche ich einen Beutel. So, hier gibt es Küchensachen, die kann ich mir direkt abschminken mitzunehmen. Dafür haben wir keinen Platz mehr.
gibt es Besteck. Süßigkeiten. Ganz viele Tassen, wo ich noch rüberschwenken werde, weil Tassen kann ich leider keine mitnehmen. Becher, Thermoskannen, weiß nicht, was das sein soll. Es gibt so Plastikschälchen in verschiedenen Farben, mit verschiedenen Charakteren. Gibt es Tee. Hier gibt es wieder die Figuren. Nochmal Tassen. Ganz viele Tassen. Das sind hier auch sogar neue New Arrivals. Die sind anscheinend neu. Auch sehr süß hier mit der Mini. Aber Tassen sind eh nicht so der große Sammler. Und ja. So Hängerchen. Nochmal Tassen. Oh, die ist schön, die Tasse. Sehr schön. Kommen wir nochmal zu den Schneekugeln. Die haben wir schon mal gesehen. Wo ich jetzt bei Mickey und Minnie nicht sicher bin, ob ich die schon mal gesehen habe. Hier haben wir Chip and Dale nochmal. Verschiedene Sachen. Kuscheltiere. Kugelschreiber, nochmal Figuren. Das ist ein Tacker, das habe ich online schon mal gesehen, der Mini-Poo. Hier haben wir so Topia-Sachen. Dann welche Plüschis. Kugelschreiber. Hier noch so Shanghai-Merch. So Cookies und Tee. Hier nochmal so eine Shanghai-Aufsteller, die finde ich auch total süß, muss ich sagen. Weil ich weiß, ob ich Platz habe. T-Shirt. So eine Jacke, Reisejacke mit Shanghai. Donald, dann haben wir hier nochmal diese Chip and Dale-Ohren. Chip and Dale in der Nuss. Tasche, Plüschis, ganz viele Plüschis, jetzt auch nochmal so Shanghai-Taschen, Garmen, Figuren, nochmal Schlüsselanhänger. Das sind übrigens die Seifenblasenspender hier. Der Schlüsselanhänger ist auch das Ding hier. Ist auch ganz viele. Verschiedene Charaktere. Hier sind immer diese Jacken, Ponchos. Hier seht ihr mal, wie man sie alle tragen kann. Um den Kopf, als Kissen und ja. Sieht echt süß aus, muss ich sagen. Aber wenn ich so im Disneyland wird man damit auf jeden Fall auffallen, sage ich euch. Was ich Lotso auch süß finde, muss ich sagen. Dann gibt es hier Kissen über Kissen. Okay, über die Plüschtiere gehe ich jetzt mal schnell durch. Da schaue ich jetzt nicht so genau nach. Ich muss zu der wichtigen Abteilung, den Klamotten und den Ohren. Also Kuscheltiere gibt es hier en masse. Hey, Tiger. Was ich noch nicht gesehen habe, den muss ich Nina mitbringen. Den Donald hier. Da. Der geht nicht, kaputt. Ach, da unten, ich ziehe am Schwanz.
süß. Hier gibt es auch noch mal Ohren. Diese Mütze. Ihr könnt eure Ohren selbst zusammenstellen. Sieht so aus mit dem Haarreif. Die kosten solche 69 und dann halt die verschiedenen Kuscheltiere kosten jeweils 89. Mal schauen, überlege ich mir tatsächlich noch. Bin unentschlossen, aber sieht schon cool aus. Kann man auch mit den Duffy und Friends machen, mit Schleier, ohne Schleier. Ja, sieht schon schön aus. Schaue ich mir mal morgen an. Dann haben wir nochmal die Donald-Quietsche-Ente. Ganz viele Donald-Sachen. Donald. Ich habe hier nochmal ganz viele Mützen. Mützen über Mützen. Nochmal Ohren. Die schwarzen mit den Perlen gibt es aber hier nicht. Die wollte ich. Ich muss uns morgen im Park holen. Jetzt ganz viele Mützen nochmal. Hier ist dann Lotso. Die hängen auch die Magnetpuppen an den Hut. Kann ich bei meinen ja auch mal machen, ne? Am Hut hängen. Ist eine Idee. Hier gibt es nochmal Hoodies. Haben wir alle schon mal gesehen. Und Duffy und Friends. Bin ich jetzt einmal rum? Bin verwirrt in diesem Laden. Ich glaube schon. Ich bin einmal rum. Ja. Gehe schon mal in den Duffy und Friends Laden. Mal schauen. Ich habe meine Begleitung eh verloren. Warten wahrscheinlich draußen. Oh, die Stifte sind süß. Hier ist diese Schlafkollektion, glaube ich, ist das. Also ich finde auch sehr süß hier. Mit den Stiften. Auch nochmal die ganzen Duffy und Friends als Schulterpuppe. Und hier ist der ganze Duffy und Friends Laden. Alle Kuscheltiere in allen möglichen Größen. Auch nochmal im Schlafanzug. Ich hatte mir überlegt, vielleicht den Shelly May Pullover mitzunehmen. Oder den hier. Oh. Entscheidung ist so schwer. Sieht also schön aus. Schaut mal. Ja, gleich sind wir durch. Hier haben wir ganz viele Kuscheltiere wieder. Hier haben wir nochmal Ohren. Mit dem Hasen, wo ich nicht weiß, wie er heißt. Da, Shelly Lou heißt er. Genau, steht ja auch da. Mal Hase. Ganz viel Hase. Nochmal Hase. Ah, jeder hat hier seine Abteilung. Ah. Ach, schaut mal, wie süß. Weiß nicht, was es ist, aber süß. Was noch? Ich glaube, das sind Bücher. Hier ist die Duffy-Abteilung.
Duffy. Und Shelly May. Wenn nicht, oder? Ist doch Shelly May. Ja, ist die Freundin von Duffy. Kleine, große Duffy und Shelly May. Dann haben wir hier Lina Bell. Auch ganz viel von Lina Bell. Den Hut fand ich auch cool. Ja, ich guck morgen. Wir müssen halt erstmal nochmal alles packen und schauen, was dann alles reinpasst. Oh, der Pullover von Lina Bell. Oh, der gefällt mir. Oh ja. Ich glaube, der wird's. Ah, hier, guck mal, die Lichterkette gibt's auch. Also hier ist es wirklich... Ich beschwere mich über Paris, dass da immer eng ist. Hier ist es nochmal anders eng. AirPods, Halter. Das ist eigentlich auch welche, neue. Naja. Ja, verschiedene Lina Bell Sachen. Hier gibt's auch eine Mütze. Hier ist die... Ich zieh die mal an. Ich habe die Mütze anprobiert. Passt nicht. Geld gespart. Hier haben wir nochmal Gelatino, heißt er, glaube ich. Genau, da steht es ja auch. Nochmal alles damit. Und ja. Und hier, wie der heißt, weiß ich auch nicht. Dieser Hund. Ich brauche einen Namen. Mal ein Pullover, da steht es, glaube ich. Cookie Ann. Ah ja, genau. Cookie Ann. Das ist auch nochmal alles Mögliche. Und dann haben wir wieder den Hasen. So, sind wir durch. Hammer. Einmal durch Walt of Disney durch. Im Schnelldurchgang. Weil erstmal ist es voll und zweitens haben wir leider nicht ganz so viel Zeit. Aber ja, hier habt ihr nochmal die ganzen Duffy und Friends in verschiedenen Kostümen als Schlüsselanhänger mit Weihnachten und Halloween und keine Ahnung, Dirndl und Happy New Year und weiß was ich alles. Alles. Jetzt sieht das Ganze auch schon wesentlich entspannter hier aus im Shop. Schauen wir uns doch mal, um was es hier alles für Zootopia-Merch gibt. Ja, hier gibt es noch so ferngesteuerte Autos, Luftblasen, Seifenblasen. Hier gibt es Schlüsselanhänger. Genau, so wie hier. Dann gibt es hier noch, keine Ahnung, Notizenzettel, also ein Notizzettel. Kugelschreiber. Dann mal solche Figuren. Süßigkeiten. Hier nochmal, also die Figuren sehen schon cool aus, muss ich sagen. Die vor allem ist echt schön. Hier gibt es Tassen. Dann glaube ich so, ja, Thermoskannen. Contains Thermos inside. Dann gibt es hier Pins. Viele Pins. Dann gibt es hier irgendwelche Lätzchen. Keine Ahnung, für welche, wahrscheinlich für Plüschis. Ja, kann man den Plüschchen anziehen. Ah, da sieht man es auch. Süß. Hier gibt es nochmal Pullover und Hoodies. Gibt es hier die Ohren und so, die hatte ich gestern ja an, die ist mega cool, muss ich sagen. Also finde ich schon geil, aber die nehme ich jetzt nicht mit. Dann haben wir hier das ganze Ohren und Mützen und Kappen und keine Ahnung was Business. Also gibt es hier en masse in verschiedenen Optionen. Judy, Nick mit Mütze, also mit Flüchi drauf. Hier so eine Kappe da oben und hier so mit Ohren. Finde ich gar nicht so schlecht, aber
glaube, mein Kopf ist zu klein. Dann gibt es da unten diese zum Drücken und hier die Ohren und dann gibt es dasselbe mit Nick. Hier einmal oben mit so einem Hamster. Dann nochmal die dicken Kopfbedeckungen. Also Shanghai kann wirklich dämliche Kopfbedeckungen. Das können sie wirklich, vor allem hier diese dicken Köpfe. Viele haben mir geschrieben, die stehen mir. Aber wenn ich damit in Disneyland rumlaufe, dann bin ich echt der Hingucker. Also in Paris. Oh, sorry. Dann gibt es hier noch Klamotten. So ein Hemd, Ohren. Das finde ich echt süß, muss ich sagen. Das Kleid auch. Ja, keine Ahnung, was das Hemd kostet. Werde ich mir auch nicht holen. Hier gibt es dasselbe mit dieser Gazelle. Noch ein paar Klamotten. Sieht aber für Kinder aus. Und noch ein bisschen Schmuck. Ja. Und hier haben wir noch Patches und einen Reisepasshalter. Flipflops, Regenschirm, einen Karottenregenschirm. Und da haben wir nochmal dämliche Kopfbedeckungen. Die ziehe ich nochmal an. Hier gibt es einen Merch-Shop. Schauen wir doch mal rein und uns ein bisschen aufwärmen, also ich. Hallo. Oh, warm. Ja, lots of Sachen gibt es hier natürlich. Ist ja klar. Oh, der ist ja süß, der schlafende Lotso. Großer Lotso, kleine Lotsos, mittlere Lotsos, alle Lotsos. Den Hut finde ich natürlich auch ganz cool, muss ich sagen, die Lotso-Hut, aber jetzt genug Fischerhüte. Gibt's noch Figuren? Ja, aber jetzt nichts, was ich jetzt noch nicht gesehen hätte. Oder doch vielleicht der Toy Story Pullover hier. Den habe ich noch nicht gesehen, den Hoodie hier. Ja. Und hier so Umhängetaschen. Woody Bus. Ja. Ja, und das war das Merchandise-Video aus Hongkong und Shanghai. Also ich muss sagen, das Merchandise ist hier schon mal anders cute und krass und süß und nur gucken, wo ich jetzt lang muss, da lang. Ich habe mal die App in der Hand, um zu gucken, wo ich lang muss. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas davon haben möchtet, schaut bei Belle Shop Hongkong vorbei. Da ist auch günstiger als zum Beispiel bei US SOS Shopping oder so heißt die andere Seite. Gibt es auch, aber da ist es ein bisschen teurer. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.